Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Und Ihre volle Aufmerksamkeit dem Präsidium zu widmen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich eröffne die heutige Sitzung und darf Sie erst einmal darum bitten, bezüglich einer Erklärung, die ich abgeben möchte, mir zuzuhören. Ich möchte zu Beginn dieser Sitzung zur Kritik der türkischen Zeitung Sabah Stellung nehmen. Diese Zeitung hat in der vergangenen Woche unsere Kollegin Abg. Mehmet Öztürk und den Abg. Turgut Yüksel, also Abgeordnete des Hessischen Landtags, durch Veröffentlichungen angegriffen. Die Beschuldigung, die darin zum Ausdruck kommt, als Verräter der Türkei, so zitiere ich, und die Beleidigung, sie seien, ich zitiere, verwirrt, Zitat Ende, weil sie für eine Ablehnung der neuen Verfassung der Türkei eintreten und dafür öffentlich werben, ist unangemessen und völlig inakzeptabel. Ich versichere unseren beiden Kollegen unsere selbstverständliche und uneingeschränkte Solidarität. Und dieses will ich auch bekunden bis nach Ankara. Wir stehen zu diesen Kollegen, weil sie etwas tun, was in diesem Land erlaubt ist, nämlich öffentliche Kritik zu üben. Und wir werden nicht akzeptieren, dass im Zusammenhang mit derartigen erlaubten Äußerungen Sie als politische Mandatsträger in der Bundesrepublik Deutschland und in Hessen unter Druck gesetzt werden. Meine Damen und Herren, unsere Tätigkeit, die wir hier als gewählte Vertreter vollziehen, ist in unserer Verfassung begründet und geschützt und garantiert. Jeder einzelne Abgeordnete in diesem Haus ist demokratisch gewählt und ist schon dadurch legitimiert, seine politische Meinung öffentlich zu sagen. Dieses Recht wird der Hessische Landtag ohne Wenn und Aber verteidigen. Für die Abgeordneten dieses Hauses allesamt und darüber hinaus für jeden, der sich in unserem Land politisch und demokratisch äußert. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich stelle jetzt die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Dem widerspricht keiner, dann ist das Haus beschlussfähig. Ich komme zur Tagesordnung. Die Tagesordnung vom 14. Februar 2017 sowie ein Nachtrag zum heutigen Tag mit insgesamt 52 Punkten liegt Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung Top 45 bis 49 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen, gemäß unserer Geschäftsordnung § 32 Absatz 6 werden wir sie mit je 5 Minuten pro Fraktion behandeln. Und das beginnt am Donnerstag um 9 Uhr. Interfraktionell wurde vereinbart, dass Tagesordnungspunkt 5 von der Tagesordnung abgesetzt wird. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKEN betreffend Mobilisierung pensionierter Polizeikräfte für die Abschiebung belegt, völlig verfehlte Personalplanung und inhumane Flüchtlingspolitik der Landesregierung, Drucksache 19/45/56. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird das Top 53 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 2 aufgerufen werden. Frau Kollegin Dorn, Sie haben das Wort zur Geschäftsordnung.
Herr Präsident, wir widersprechen der Zuordnung. Hier werden im Antrag zwei völlig unterschiedliche Themen vermischt. Zum einen die Mobilisierung pensionierter Polizeikräfte und zum anderen die grundsätzliche Frage, ob nach Afghanistan abgeschoben werden soll. Wir sind gerne bereit, erneut eine Debatte über die Abschiebung nach Afghanistan zu führen, damit am Ende der Tagesordnung und nicht vermischt mit einem Thema, wo es hier geht um Sicherheit und die Kriminalstatistik. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Schaus. Herr Präsident, der Tagesordnungspunkt 2 heißt erfolgreiche Polizeiarbeit, die Hessen leben sicher. Es geht also bei diesem Tagesordnungspunkt eindeutig um die Polizeiarbeit und nicht um die Kriminalstatistik, so wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Und zur Polizeiarbeit gehört selbstverständlich sowohl die Frage der Pensionierung oder der Wiederreaktivierung pensionierter Polizeikräfte für diejenigen, die ausreisen wollen oder abgeschoben werden sollen. Weil ausschließlich für diese Tätigkeit sollen pensionierte Polizeikräfte wieder eingesetzt werden, so wie es die Frankfurter Rundschau heute berichtet hat. Insofern gehört dieses Thema zweifelsohne zu diesem Tagesordnungspunkt, zweifelsohne, weil es um Polizeiarbeit geht und Einsatz von Polizeikräften und diese dann auch in Abschiebungsfällen tätig werden sollen. Und deshalb beantragen wir, das hier zum Tagesordnungspunkt 2 zu behandeln. Das Wort hat Herr Abgeordneter Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, dem Ansinnen werden auch wir nicht folgen können, denn anders als der Kollege Schaus das darstellt, geht es bei der erfolgreichen Polizeiarbeit darum, den Polizeibeamtinnen und Beamten für ihre erfolgreiche Arbeit zu danken und darauf hinzuweisen, dass wir aufgrund der richtigen personalpolitischen, materialpolitischen und gesetzlichen Entscheidungen hier eine Erfolgsbilanz vorzulegen haben. Und wer es dann, wie Sie das jetzt machen, Frau Kollegin Wissler, ins Lächerliche zieht, um so ein wichtiges Thema Afghanistan, Abschiebung nach Afghanistan, hier erstens zu vermischen und zweitens das dann noch klamaukhaft zu bekleiden, der meint es nicht ernst. Wir meinen es sehr wohl ernst, und deshalb folgen wir dem, was Frau Kollegin Dorn gemacht hat. Wir nehmen das auf die Tagesordnung. Wir werden das debattieren an einem eigenen Tagesordnungspunkt mit eigenen Reden. Am Donnerstagabend zum Ende des Plenums werden wir ausreichend Zeit gehabt, mit Würde und Anstand dieses wichtige Thema zu bearbeiten. Herr Kollege Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie erfolgreich die Arbeit des Innenministers ist, werden wir in der anschließenden Regierungserklärung und Debatte dann ausreichend diskutieren. Deswegen könnte man der Ziffer 1 der Zuordnung zustimmen. Ziffer 2, Thema Abschiebung nach Afghanistan, ist ein wichtiges Thema. Das gehört sicherlich auch in den Landtag. Aber auch wir sind der Auffassung, dass das getrennt diskutiert werden muss, zumal der einzelne Polizeibeamte das nicht selber entscheidet, sondern ausführendes Organ ist. Und ich finde, diese Differenzierung muss man an der Stelle machen. Das kann dann nicht auf dem Rücken von Polizeibeamtinnen und Beamten ausgetragen werden. Die inhaltliche Ausrichtung, ob Abschiebungen nach Afghanistan zulässig sind. Deswegen können wir diesem Ansinnen dann auch so nicht zustimmen. Meine Damen und Herren, damit ist die Geschäftsordnungsdebatte beendet. Wir müssen aber entscheiden. Jetzt gibt es den Antrag, es nicht unter 2 aufzurufen. Das ist der weitergehende. Wer diese Auffassung teilt, bitte ums Handzeichen. CDU, Grüne, SPD. Wer ist dafür, dass es da drin bleibt, also gegen den Antrag? Das sind die Linken. Wer enthält sich? Die Freien Demokraten und Frau Kollegin Öztürk. Damit bleibt es, wird es abgesetzt aus der langsam. Ich stelle mal fest, Ergebnis heißt nicht unter Top 2, sondern am Ende der Tagesordnung, so wie von Frau Dorn vorgetragen. Jetzt Geschäftsordnung, Herr Kollege Schaus. Herr Präsident, ich hatte Kollegin Dorn so verstanden, dass unser Antrag auf jeden Fall noch behandelt werden soll, sodass er zumindest als letzter Punkt am Donnerstag auf die Tagesordnung kommt. Dass das Ihr Begehr war, Sie nicken, dann bitte ich, das so auch einvernehmlich festzustellen. Gut. Jein, das ist die Nachfrage von Herrn Kollegen Schaus ist korrekt. Weil wenn wir es nur angeschlossen hätten, hätten wir es ja auch versenken können für die nächste Sitzung. Wir nehmen es auf alle Fälle noch am Donnerstagabend rein. So wird es gemacht. Konsens damit auch so beschlossen. Können wir jetzt die Tagesordnung so durchgehen lassen? Das ist der Fall. Damit ist sie genehmigt. Halt, ich habe noch einen anderen Punkt.
Kollege Rudolph weist mich noch darauf hin. Der Top 27 der CDU-Setzpunkt wird verbunden mit dem Top 22 der SPD und Top 15 der FDP. Das haben wir heute Morgen angedeutet, und jetzt wird es vollzogen. Die SPD hat mir das mitgeteilt. Also die Punkte 15, 22, 27, das in der Reihenfolge, werden gemeinsam aufgerufen. Damit ist jetzt endgültig die Tagesordnung genehmigt.